Das ist ein Apfel. Du kannst ihn sehen, du kannst ihn anfassen, du weißt genau, woraus er besteht. Die meisten Menschen würden wahrscheinlich sagen, er ist rot. Bei der Definition von Farbe sind sich viele Psychologen und Philosophen allerdings nicht ganz so sicher. Einige behaupten, Farbe ist eine Illusion. Das glaubst du nicht? Hier kommt die Erklärung. Farben entstehen in unserem Gehirn. In der echten Welt sind sie quasi nicht existent. Sie sind das Resultat, wenn unser Gehirn bestimmte Wellenlängen in einen Reiz umwandelt. Zwar können wir die Wellenlängen der elektromagnetischen Strahlung messen, aber niemand weiß, wie genau diese Strahlung in deinem Kopf abgebildet wird. Nehmen wir nochmal unseren Apfel. Wenn du ihn betrachtest, denkst du, er ist rot. Ob der Apfel im Kopf einer Freundin die gleiche Farbe hat, wissen wir allerdings nicht. Sie empfindet die Farbe vielleicht ganz anders als du. Natürlich hat auch sie gelernt, was sie sieht, rot zu nennen. So funktioniert Sprache. Man einigt sich einfach auf einen Begriff. Auch wenn man sich gut darüber unterhalten konnte, bemerkt man nicht, wie unterschiedlich die eigenen Erfahrungen vielleicht waren. Manchmal wird es aber doch deutlich. Zum Beispiel, wenn jemand farbenblind ist. Diesen Unterschied können wir diagnostizieren und dadurch differenzieren, weil Farbenblinde manche Dinge nicht wie die meisten von uns sehen können. Es kann aber sein, dass es verschiedene Arten des Sehens gibt, die dazu führen, dass Farben in den Köpfen anderer Menschen anders aussehen. Wegen dieser Unterschiede finden wir einige Farben schöner und denken, manche würden besser zueinander passen. Ein anderes Beispiel. Stell dir vor, du bekommst Besuch von einem außerirdischen Lebewesen, das noch nie Schmerzen empfunden hat. Wenn es unsere Sprache spricht, wäre es ein Versuch wert, ihm auf wissenschaftliche Weise zu erklären, was Schmerz ist. Trotzdem könnte es niemals unseren Schmerz empfinden. Ein paar Philosophen haben sich ein Wort für diese unteilbaren, rohen Gefühle ausgedacht. Es heißt Qualia. Und dass wir sie nicht erklären oder teilen können, nennt man die Erklärungslücke. Ein gutes Beispiel ist, wenn man einem Menschen, der von Geburt an blind ist, versucht, Farben zu erklären. Einige Philosophen wie Daniel Dennett behaupten, dass wir Qualia deshalb nicht teilen können, weil unsere eigene Sprache unvollständig ist, aber theoretisch wäre es möglich, sie zu teilen. Vielleicht werden die Menschen irgendwann in der Zukunft in einer Sprache kommunizieren, die Farben in deinen Kopf projizieren, vielleicht sogar ohne, dass du die Farben jemals gesehen haben musst. Vielleicht wäre das sogar auf Deutsch möglich, wenn wir genug Wörter hätten und diese richtig benutzen. Dann könnte ein Blinder, der noch nie Farben gesehen hat, zum ersten Mal hören, welche Farbe unser Apfel hat. So könnten wir auch endlich herausfinden, ob der Apfel für uns alle gleich aussieht oder nicht. Zurzeit bleibt uns nichts anderes übrig, als darüber nachzudenken und zu spekulieren. Aber sogar das ist schon ziemlich beeindruckend. Zu bemerken, dass andere Menschen andere Erfahrungen und Bewusstsein haben, ist eine besondere und schöne Fähigkeit der Menschen. Folgendes wissen wir. Tiere sind oft wirklich schlau und dazu in der Lage, Menschliches zu tun und Probleme zu lösen. Es ist einigen Wissenschaftlern gelungen, Affen eine Sprache beizubringen, um mit ihnen zu kommunizieren. Es handelt sich um eine Art Zeichensprache, die sie für alles Mögliche einsetzen können. Zum Beispiel um Fragen zu beantworten, Gefühle zu zeigen oder sogar Sachen zu sagen, an die sie gerade denken. Das macht die Affen sehr besonders, denn das kann kein anderes Tier. Ihre Sprachkenntnisse und Antworten sind auf dem Level eines 2,5-jährigen Kindes. Aber Folgendes hat noch kein Affe getan. Seit es Wissenschaftler gibt, die mit Affen arbeiten, hat noch keiner jemals eine Frage gestellt. Nicht, weil sie nicht neugierig sind. Die Affen scheinen nur kein Verständnis zu haben, dass andere Menschen oder Affen andere Gedanken und ein Bewusstsein haben. Sogar wir Menschen können und müssen das als Kind erst erlernen. Affen und Kleinkinder verstehen nicht, dass andere Menschen mehr oder andere Sachen wissen als sie selbst und dass diese als Informationsquellen genutzt werden können. So stellt sich ein Affe sicherlich nicht die Frage, ob Bananen für alle gleich aussehen. Er weiß nicht einmal, dass andere Affen eigene Gedanken haben. Fazit: Es mag vielleicht sein, dass Farbe eine Illusion ist und wir wissen nicht, wie die Farbe des Apfels für dich aussieht, aber immerhin können wir danach fragen. So Leute, wenn ihr euch nach diesem Video gefragt habt, wie gut ihr Farben unterscheiden könnt, seht euch das Video Bist du farbenblind an. Auch ein sehr interessantes Video. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao!